Wie schon aus den Vorjahren bekannt, wurde auch am 30. April 2010 wieder ein Maibaum im Weißmeer Ortsteil Malditz im dortigen Park aufgestellt. Verantwortlich hierfür wie eh und je die Mitglieder der Ortswehr. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer wird der vorgesehene Holzstamm mit einer Tage zuvor per Hand gewundenen Girlande verziert und mit einem Gipfelkranz versehen, bevor das Gesamtwerk mittels Staken und Seilen per Hand aufgerichtet wird. Aufstellen in den Vorjahren fast immer reibungslos klappte und meistens auch im ersten Anlauf kippte das ganze Prachtstück 2010 nach der Seite weg, wobei jedoch Gott sei Dank, so muss man sagen, niemand verletzt wurde. Vor dem Dunkelwerden stand er dann endlich, der Maibaum 2010. Unruhig wartete indessen bereits die Jugend auf den Beginn des Lampionumzuges, welcher immer traditionell auch am 30.04. hier durchgeführt wird, welcher kurz darauf durch Obermalditz direkt zum auf den Nautitzer Wiesen befindlichen Hexenhaufen führte. Zum Fexen hatten die Kinder in diesem Jahr zusammen mit ihren Eltern gebastelt. Als Belohnung für die Mühen gab es einen großen Beutel Süßigkeiten. Bedingt durch die Verzehrung beim Maibaum aufstellen, konnten die Hexenabbauer dann gemeinsam mit anderen Kindern des Ortes gegen 20.15 Uhr mit ihren Fackeln den Reisighaufen entzünden und beobachten, wie die Flammen nach und nach Besitz von Walpurga und ihren Kollegen ergriffen. Mama, unsere Arme sind abgefallen. Nee. Mama, Zeit einlenkt.